Abend geworden, der Beginn einer Nacht, einer besonderen Nacht, der heiligen Nacht, der stillen Nacht. So kommt zur Ruhe, lasst hinter euch euer Tagewerk und eure Sorgen. Seht das Licht und hört das Wort. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Lasst uns beten. Großer, ewiger, unbegreiflicher Gott, in Jesus von Nazareth bist du Mensch geworden, um uns ganz nahe zu sein. Dafür danken wir dir. Öffne unser Herz, um diese Weihnachtsbotschaft zu begreifen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging hin, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Nimm hin.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts die Herden. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, wer ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das hat zu Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Engel? Es können nur Engel gewesen sein. So schön haben sie gesungen. Und geleuchtet, ganz hell. Ja, was hat er denn eigentlich gesagt? Vor lauter Schreck weiß ich gar nichts mehr. Euch ist heute der Heiland geboren. Wir würden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen sehen. In einer Krippe? Im Stall? Der Heiland? Der Sohn Gottes? Das ist ja merkwürdig. Der Engel hat gesagt, wir würden ihn finden, also wird's wohl stimmen. Los geht's! Aber wo? Keine Ahnung, wir gehen einfach los. Auf geht's! Und die Schafe? Na gut, ich bleib hier, ich bin so nicht so schnell wie ihr. Halt, was wollen wir dem Kind schenken? Schenken? Naja, wenn man so ein kleines Kind besucht, bringt man doch etwas mit, oder? Aber wir haben noch selber gar nichts. Hier ist ein kleines Fell, das ist noch fast ganz sauber. Nehmt es mit, es ist sicher lausig, keinen Stall für so ein Neugeborenes. Ich habe einen hübschen Stein, den habe ich mal gefunden. Er bringt Glück. Und ich noch ein Fläschchen Schnaps. Für das Kind? Nein, für den Vater. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir wurden einer Illusion beraubt. Ich glaube, dass sich in vielen Köpfen über die vergangenen Jahre hinweg die Vorstellung ausgebildet hat, dass wir alles können, alles unter Kontrolle haben, alles gestalten und beeinflussen und dass uns eigentlich kaum etwas passieren kann. Also natürlich, Menschen werden krank und mancher stirbt. Und es gibt immer wieder Gewalt von Einzelnen oder in der Ferne. Aber im Großen und Ganzen haben wir es im Griff, unser durchorganisiertes Leben. Diese Erzählung bekam ihren ersten Riss im März, als wir die Notbremse ziehen mussten. Alles ging in den Keller. Umsätze, Gewinne, Ersparnisse. Die Bankerin musste plötzlich von zu Hause aus arbeiten und Eltern mussten in die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern schlüpfen.
Die eigenen vier Wände wurden zu eng und eine Zukunft, die lag völlig im Nebel. Im Sommer dann gewannen wir zunehmend Zuversicht. Die Sonne auf dem Kopf machte das Herz hell. Infektionszahlen gingen zurück. Und natürlich, ja, das Händewaschen und die Maske, sie gehörten, ich glaube, aus Höflichkeit und Etikette zum Alltag. Und jetzt sind wir mittendrin. Vielen Warnungen zum Trotz, obwohl doch einiges geleistet wurde. Aber all das hat nicht gereicht. Aber vielleicht war mehr auch nicht möglich. Letztlich wissen wir es nicht, ob uns alles nicht auch noch viel härter hätte treffen können. Jetzt jedenfalls ist wohl einiges klar. Wir Menschen, unsere Pläne, unser Leben sind so viel zerbrechlicher und verwundbarer, als wir bisher gedacht haben. Diese Illusion eines unverwundbaren Lebens ist verloren. Es hat deutliche Risse bekommen. Auch das Bild von den Menschen. Viele Menschen handeln leider nicht vernünftig. Und es geht mir nicht darum, Schuldige zu finden. Aber im Ergebnis müssen wir feststellen, das Verhalten in unserer Gesellschaft entspricht nicht dem Bild, das wir wohl von einer humanistisch gebildeten, aufgeklärten und technisch weit entwickelten Gesellschaft haben. Und heute feiern wir Heiligabend. So ganz anders. Mancher sitzt alleine zu Hause. Viele haben Sehnsucht. Der Weihnachtsbaum, das festliche Essen, der Schmuck. Sie erinnern wohl in diesem Jahr zuerst an das, was fehlt und was nicht möglich ist. Das Schöne an diesem Abend müssen wir wohl erst suchen. Aber ich glaube, dass es wesentlich zu Weihnachten gehört, dass das, was in diesem Jahr auf tragische Weise so schief läuft, dass wir das nicht beiseite schieben. Auch deswegen haben wir in unserer Gemeinde schweren Herzens Abstand genommen von Gottesdiensten in unseren Kirchen. Dieses Weihnachten ist anders. Wir müssen nach dem Schönen an diesem Abend und in diesen Tagen suchen, stärker als sonst. Aber damit sind wir in guter Gesellschaft. Als Maria von ihrer Schwangerschaft erfuhr, hatte sie ja nicht aufgeregt gerade einen Schwangerschaftstest gemacht. Es war ein Engel, der die Geburt Jesu ankündigte. Der platzte in ihr Leben mit den Worten, Friede sei mit dir. Und ihre Reaktion war wohl keine, die wir von einer tiefgläubigen Person erwarten würden. Denn, Zitat, sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie fragte sich. Das ist keine so glückliche Übersetzung. Das Wort, das dafür im Griechischen steht, entstammt der Sprache der Buchhaltung. Sie wägte ab, sie klärte das Für und Wider. Und dann nahm sie die Botschaft auf und an, Stück für Stück, bis zu dem Tag, an dem wir heute stehen, bis zu den Hirten auf dem Felde, bis nach Bethlehem. Wer von uns also skeptisch abwägt, wie Gott in dieses Weihnachten passt, gerade in diesem Jahr, denn das weit verbreitete Bild des Gottes, der einfach mit dem Radiergummi über die Welt hinwegfegt, um alles zu korrigieren, was nicht richtig läuft, dieses Bild passt nicht in die Wirklichkeit, wie wir sie erleben. Es gibt Krankheit und wir Menschen sind verletzlich und sowohl unser Können als auch unser Handeln hat Grenzen. Wir können uns nicht am eigenen Schopf packen und aus dem Sumpf herausziehen. Wenn wir uns also fragen, wie Gott in dieses Weihnachten passen soll, dann stehen wir an Marias Seite. Ein skeptischer Blick, der Zweifel, wie Gott in diese Welt passt. Und Stück für Stück begreifen. Stück für Stück, das wäre für den heutigen Abend vielleicht so viel, wie an die Krippe gehen und nicht bei dem kleinen Jesulein stehen bleiben, sondern in diesem Kind den Schöpfer von Himmel und Erde zu erblicken und zu wissen, er kommt hinein in unseren Schlamassel. Er stellt sich an unsere Seite.
Er steht uns bei und hilft uns, das Schöne zu suchen an diesem Abend. Das wäre das Erste für diesen Abend. Weiteres folgt. Die Hoffnung habe ich. Amen. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.